Hallo zusammen. Das sind die letzten Möhrchen aus meinem Garten. Die habe ich jetzt gerade gerupft. Ehe sie der Frost holt, da will ich mir jetzt ein Süppchen draus machen. Was habe ich noch hier? Ein paar Tomaten, Kokosmilch und Mango in der Dose. Da kriegen wir was hin. Erstmal werden wir die hier mit schreddern. Und auf geht's. Ganz habe ich mit etwas Wasser aufgefüllt. Die Mangos haue ich am Stück dazu, die schredder ich nachher mit dem Pürierstab rein. Mitsamt dem Saft, da habe ich auch gleich mal Zucker drin. Habe ich keinen extra rein. Noch ein Löffel Gemüsebrühe. Das ist im Moment alles an Gewürzen. Das können wir mal überstechen, meinetwegen. So. Aber der Pürierstab wird im Endeffekt schon fertig. Ich setze es mal auf 20, 25 Minuten. So genau weiß ich es noch nicht. Da muss ich mich noch entscheiden. Auf geht's. Kokosmilch kommt später dazu. Die Suppe meldet sich. Ist ja gut, komm. So, da holen wir jetzt erstmal den Pürierstab. Und jetzt die Kokosmilch. Die Kokosmilch ist ein harter Brocken. Eigentlich sollte ich hier nicht alles rein tun, aber was mache ich mit dem Rest? Fressen das die Vögel? Ich weiß es nicht. So, lassen wir noch mal ein wenig aufkochen. Zucker haben wir drin durch den Fruchtsaft, Pfefferhalm, Salz und Curry wollte ich reingeben. Das Ganze soll eine richtige Currynote noch kriegen. Mal sehen, ob das reicht. Dazugeben kann man immer noch. Dann wegnehmen wird es schwieriger. Scheiße, das Zeug schmeckt sogar. Da tun wir nichts mehr. Fertig. So, die Suppe haben wir probiert und für gut empfunden.